1000 Jahre Popkultur. Herzlich willkommen zu 1000 Jahre Popkultur. Mit dem heutigen Thema. Die 50er Jahre, wir sind immer noch in den 50ern. Und zwar im Addendum. Teil 2. Mit dem Titel? Rock'n'Roll und? Wirtschaftswunder. Richtig, genau. Ja, ja, und ihr habt es gerade schon... Nee, das Intro gerade hat schon vorweggenommen, eine Künstlerin, auf die ich später nochmal kommen werde. Aber dazu später. Mhm. Wir gehen erstmal eine Runde Zeitstrahl surfen und sind gelandet im illustren Jahr 1957. Was war da los? 1957. Da war die Konkurrenz zwischen den Großmächten, die gewann an Brisanz. Also die Sowjetunion nicht nur mit dem Start der ersten Interkontinentalrakete aufwartete, sondern auch den ersten Satelliten namens Sputnik ins All schickte. Seitdem heißt alles Sputnik, was aus den USA der Impfstoff ja auch. Genau, mit diesem sogenannten Sputnik-Schock löste sie den Wettlauf um wissenschaftliche Errungenschaften aus, der stellvertretend für den politischen Machtkampf ausgetragen wurde. Ja, und während die UdSSR weiter den Kurs der friedlichen Koexistenz vertrat, argwöhnten die USA bei allen Bestrebungen des Ostblocks eine kommunistische Unterwanderung, wie sie in der Eisenhower-Doktrin definiert worden war. Wahrscheinlich, weil sie das selbst so gemacht haben, haben sie gedacht, sie machen das schon genauso. Ja, ja, genau. Ja, das ist so, ja, wie soll man sagen... eine etwas narzisstische Vorgehensweise. Und genau, die DDR hatte mit einer beständigen Auswanderungswelle zu kämpfen, durch die sie die wertvolle Arbeitskräfte verloren. Und dem entgegenzuwirken wurde ein ungesetzliches Verlassen des Landes unter Strafe gestellt. Das Wort Republikflucht war geboren. Ja, und es konnte die Menschen jedoch nicht derart schrecken, dass sie nicht weiterhin zahlreich in den Westen flüchteten, wo sie die Möglichkeit für ein freiheitlich-demokratisches Leben sahen. Und ja, du hattest ihn schon erwähnt in der letzten Folge. Die USA konnten mit dem Film Die 12 Geschworenen, im erstklassigen Justizdrama mit Henry Fonda, einen Welterfolg erspielen. Der Film ist bis heute ein Klassiker und ja. Das eigens zur Weltausstellung in Brüssel erbaute Atomium wurde zum Wahrzeichen der belgischen Hauptstadt. Steht auch heute noch. Im März, ein harter Schlag für die Kölner Bevölkerung, war die Anhebung der Straßenbahntarife um 45 Pfennig je Fahrt. Boah. Oder halt 1,80 für 6 Fahrten. Damit gehört diese Tarife innerhalb der Bundesrepublik zu den höchsten Fahrpreisen. Ja. Und wenigstens hatte die Bundesregierung auf einer Sondersitzung energisches Vorgehen gegen unberechtigte Preiserhöhungen bei Lebensmitteln angekündigt. Es waren Maßnahmen gegen den Preisauftrieb bei Brot, Fleisch, Fett und anderen wichtigen Nahrungsmitteln beraten worden. Das Thema hatte auch Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard in seiner Eröffnungsrede zur Frankfurter Frühjahrsmesse aufgegriffen und vor weiteren Preissteigerungen gewarnt. Dennoch wurde im März der Brotpreis um 3 Pfennig je Kilo angehoben. Die Maßnahme hatten die Bundesminister für Wirtschaft und Ernährung Ludwig Erhard und Heinrich Lübke zugestimmt. Hauptsache, die Abgeordneten wurden mit Diätenerhöhungen zufriedengestellt, so wie heute auch. Ne? Der Landtag von Nordrhein-Westfalen hatte eine Erhöhung der monatlichen Diäten der Abgeordneten von 300 auf 500 D-Mark beschlossen. Kann man machen. Dazu gab es dann passend bundesweit neue 2 D-Mark-Stücke, deren Prägung von 200 Millionen Stück vom Bundeskabinett gebilligt worden waren. Und die neue Münze unterschied sich von denen im Umlauf waren durch das Bildnis auf der Vorderseite. Es war das des Physikers und Nobelpreisträgers Max Planck. Echt, hatten wir ein 2-Mark-Stück? Ich kann mich gar nicht erinnern. Nein? Nein. Krass. Wie sah das aus? So ähnlich wie das 2-Euro-Stück eigentlich. Nur, dass halt nicht Gold innen war, sondern... Ich hatte das so selten. Ja, ich auch. Ich hatte immer nur, 50 Pfennig. 50 Pfennig. Und damit war man schon reich. Ja, war man froh, wenn man mal eine silberne unter den bronzefarbenen... Genau. Ja, im April. Atomwaffen waren ein heißes Diskussionsthema weltweit und Adenauer hatte die taktischen Atomwaffen als eine Weiterentwicklung der Artillerie bezeichnet, auf die in der Bundeswehr nicht verzichtet werden könnte. Das sahen allerdings die Wissenschaftler ganz anders. In der Göttinger Erklärung hatten sich Atomwissenschaftler, unter ihnen zum Beispiel Otto Hahn, Max Born und Werner Heisenberg, gegen eine atomare Bewaffnung der Bundeswehr gewandt. Und dabei war aber in der Sowjetunion die bislang schwerste Atombombenexplosion ausgelöst worden und weltweit wurde emsig geforscht. Jeder wollte am besten gerüstet sein. Immerhin hatten sich Bundeskanzler Adenauer und 5 Mitunterzeichner der Göttinger Erklärung in einer gemeinsamen Erklärung nach mehrstündigem Gespräch gegen die Atombewaffnung in Ost und West ausgesprochen. Und zu dem Thema hatte sich auch Albert Schweitzer geäußert, In einer Ansprache, die fast 150 Rundfunkanstalten weltweit übertrugen, hatte der Friedensnobelpreisträger vor den Gefahren durch Atomstrahlen gewarnt und ein weltweites Abkommen über die Einstellung der Atomwaffenversuche gefordert. Genau, ja. Ungarn hatte seine Art Demokratie inzwischen auf besondere Art verdeutlicht, nämlich mit Todesurteilen für 3 der 11 Angeklagten war in Budapest der erste Prozess gegen die Beteiligten des Volksaufstandes von 1956 zu Ende gegangen. Ja, im August. Es war erfreulich, dass die Bundesrepublik die Arbeitslosenzahl weiter gesunken war. Nun waren es nur noch 365.000 Menschen, die keine Arbeit hatten. Die Zahl teilte sich in 187.000 Männer und 177.000 Frauen auf. Immerhin waren es insgesamt 25.000 weniger als im Vormonat. Eine Erfolgsnachricht kam auch aus der Sowjetunion. Dort war ja, der Test der Internet-Kontinentalrakete gemeldet worden. Ähnliche Versuche, die von Seiten der USA unternommen worden waren, hatten bisher keinen Erfolg gehabt. Auch kein Erfolg, sondern eher bedenklich war der erste Bericht, der über die Gefahren von Strahlenverseuchung informierte und vom wissenschaftlichen UN-Komitee vorgelegt worden war. Darin war nämlich die Vermutung deutlich geworden, dass radioaktive Strahlen genetische Veränderungen auslösen können und auch bestimmte Krebsarten Vorschub leisten würden. Genau. In der Bundesrepublik wurde die Vergangenheit aufgearbeitet, auch ohne Erfolg. Die Regierung hatte 8 europäische Staaten, die während der Zeit des Nationalsozialismus von Deutschland besetzt worden waren, Vorschläge zur Entschädigung politischer Häftlinge unterbreitet und die Vorschläge wurden von 8 Ländern unter Protest abgelehnt. Ja, im September, ja, es war kaum vorstellbar, wie sehr in den Vereinigten Staaten noch die Rassentrennung in den Köpfen der Menschen verankert war. Das haben wir ja bis heute. Was zu Beginn des Monats internationale Schlagzeilen machte, war ungeheuerlich. Wegen 9 schwarzen Schülern, denen aus Gründen der Rassentrennung der Zutritt zur örtlichen Schule verwehrt werden sollte, hat der Gouverneur in Little Rock im Bundesstaat Arkansas die Schule von bewaffneten Nationalgardisten umstellen lassen. Ja, da gibt's auch bekannte Bilder noch, ne? Auch total krass. Ja, eigentlich sollte im neuen Schuljahr dort die Rassenintegration der Schüler beginnen und war entsprechend einer Entscheidung des Obersten Bundesgerichts über die Verfassungswidrigkeit der Rassentrennung an öffentlichen Schulen. Und die Ereignisse in Little Rock wirbelten viel Staub auf. Und ja, aus Protest gegen die Vorgänge hatte der schwarze Jazzmusiker Louis Armstrong eine von der US-amerikanischen Regierung veranstaltete Reise in die Sowjetunion abgesagt. Und am Morgen des 23. September hatten die neuen farbigen Schüler die Schule durch den Hintereingang betreten, was vor der Schule zu blutigen Auseinandersetzungen weißer Demonstranten führte. Am Folgetag wurde der Besuch der neuen Schüler, die inzwischen die Little Rock Nine benannt wurden, möglich, weil US-Präsident Eisenhower 1000 Mann der 101. US-Luftwaffendivision nach Little Rock entsandt hatte. Ja, kurz noch den Oktober, dann soll es erstmal für einen Zeitstrahl reichen. Als das traditionelle und weltweit bekannte Oktoberfest dann in München zu Ende gegangen war, gab es ein hochinteressantes Fazit. In 2 Wochen, das Oktoberfest hatte am 21. September begonnen, waren insgesamt 2,7 Millionen Liter Bier ausgeschenkt und auch getrunken worden. Nicht bekannt war, wie viele Besucher die Unmengen Bier schlecht vertragen hatten, weil sie des Guten zu viel genossen hatten. Und ebenfalls im Oktober hatte die Chemie Grünenthal GmbH etwas in Umlauf gebracht, das zwar kein Alkohol enthielt, aber dennoch in die Schlagzeilen kam, nämlich negative. Das war das Medikament Thalidomid, auch bekannt als Kontergan, das aus dem rheinländischen Storbeck seinen Weg in die bundesdeutschen Apotheken nahm. Kaum eine Medizin half allerdings gegen die asiatische Grippe, die im Lande grassierte. Allein in Bayern waren seit Mitte des Monats mehr als 300.000 Menschen davon infiziert worden. Bei 244 Menschen waren bereits daran gestorben. Eine international gute Nachricht war, dass sich die US-amerikanischen Jazzmusiker Louis Armstrong nach anfänglicher Protestweigerung dennoch entschlossen hatten, auf die von der Regierung veranstaltete Reise in die Sowjetunion zu gehen. Und Armstrong glaubte, dass Präsident Eisenhower sich tatsächlich für den Rassengemeinschaftsunterricht in den Schulen der Südstaaten einsetzen würde, was natürlich dann nicht passierte. So viel erstmal zur Chronik. Ja, und schauen wir noch mal kurz, wieso bestimmte elektronische Medien den Einzug vielleicht gehalten haben in Haushalte. Ja. Das Fernsehen zum Beispiel. Der iPod. Genau. Ja. Ja, zuerst kam das Fernsehen, 1952. Seit Anfang der 50er gab es eine schnelle weltweite Verbreitung des Fernsehens. Und nicht mehr aufzuhalten. In den Haushalten, absolut. Ja, wobei es allerdings am Anfang noch ganz schön viel kostete. Ne? 1952 kostete ein Fernsehgerät in Deutschland noch 1000 D-Mark. Okay. Ne? Wie viele Nylonstrumpfhosen sind das? Oh, das sind ein paar. Da kriegst du ein paar Flugzeugträger mit voll. Genau, ja. Es wurde nur 2 bzw. 3 Stunden täglich gesendet. Mhm. Und bis Ende der 50er Jahre gab es eine Ausweitung auf 5 Stunden täglich. Mhm. 1955 gab es etwa 100.000 Apparate in Deutschland. 2 Jahre später waren es schon 10-mal so viel, also 1 Million. Krass. Und bis 1959 hatte sich die Zahl noch einmal verdoppelt auf 2 Millionen. Bis Ende der 50er Jahre dann letztlich, ja, diese Zahl dann eben erreicht war. Genau. Mhm. 1954 gab es dann auch die erste Kabelfernbedienung. Mhm. Also, ich weiß nicht, wie lang das Kabel war. Mhm. Vielleicht war es ein Teleskopkabel, das man ausziehen konnte. Vielleicht. Mhm. Ja, aber eigentlich, ne, man musste in der Regel noch zum Fernseher latschen, wenn man das Programm, das kenne ich wohl auch noch so, von 1 auf 1 wechseln wollte. Ja. Die Schallplatte, du hast sie auch irgendwann kurz erwähnt, ich glaube letzte Woche. Mhm. Die Vinylschallplatte, also vorher hatten wir Shellac, ne, jetzt Vinyl, stimmt, verbreitete sich in den 50ern ebenfalls rasant. Und schnell wurde dann ein Plattenspieler die Grundausstattung in einem jeden Haushalt. Mhm. Zu Recht. Zu Recht, genau. Ja, bis weit in die 60er war die Schallplatte der wichtigste Tonträger, weil es die Kassette nämlich noch nicht gab. Mhm. Und ganz beliebt waren auch Kombinationen von Plattenspielern und Radios, die sogenannten Musiktruhen. Jo, ja, ja, da habe ich auch noch eine von stehen. Hatte ich auch, genau, eine Weile. Ja, dann waren tragbare Plattenspieler im Koffer, also Phonokoffer, beliebt. Gibt's auch wieder. Bitte? Gibt's auch wieder. Gibt's wieder, genau, genau. Für kleines, vergleichsweise kleines Geld, genau, eigentlich. Ne? Ja, genau, aber es für viele, glaube ich, auch so ein bisschen Deko, oder wenn man nicht zu viel für einen Plattenspieler ausgeben will, dann macht man das. Wenn es keine Technik sein muss. Ne? Genau. Genau. Ja, wobei diese Phonokoffer meistens Singles abspielten, aber das war ja eh so das Ding der Stunde. Es wurden ja vor allem Singles eigentlich gehört. Ja. Ne? Ja, und dann in der zweiten Hälfte der 50er Jahre kam dann das Transistorradio. Ne? Ja. Das war insofern nett, weil es noch tragbarer als der Phonokoffer war. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, wie war denn so die Einrichtung und das Wohnerlebnis der Menschen damals? Ja, ich meine, ne? So. Nach dem Krieg wurden viele neue Wohnungen gebaut. Allerdings war das alles noch, also die meisten wohnten schon noch in alten Häusern einfach. Ne? Und nicht mal die Hälfte der bundesdeutschen Mietwohnungen verfügten Mitte der 50er Jahre über Bad oder Dusche, also nicht mal die Hälfte. Mehr als 20% der Mieter mussten sich die Toilette mit Nachbarn teilen. Flurtoiletten, ja, genau. Dann gab es kaum Zentralheizung, zumeist wurde mit dem Ofen geheizt. Ich habe letztens noch eine Wohnung, also eine angeguckt, ja, wo in jedem Stockwerk noch eine Flurtoilette war, so in dem Haus, voll geil. Aber die wird nicht genutzt, oder? Ja, das eine war ein Abstellraum. Ja, das gab es in meinem alten Haus auch. Ja. Also man sah noch die Türen auf jeden Fall. Ja, genau. Das wurde halt auch nicht mehr genutzt, man wusste auch nicht, was dahinter war. Ja. Ja, doch, eine die war, glaube ich, Dimension noch, vielleicht, ich weiß nicht. Eine wurde tatsächlich, glaube ich, noch genutzt. Echt? Mhm. Abgefahren, ne? Ja. Ja, aber so war das. Ja. Wenn du nachts wach wurdest, nein, über den Flur. Ja. Ja, und die Möbel mussten platzsparend sein, denn die Wohnungen waren ja doch eher klein gehalten. Ne? Ja. Beliebt waren Klapp- und Schrankbetten, vor allem auch in den Kinderzimmern. Ja? Und man musste sich vorstellen, dass dass man etwa von 50 Quadratmetern für eine Familie mit 2 Kindern ausgehen musste. Mhm. Also für eine vierköpfige Familie waren im Schnitt 50 Quadratmeter. Mhm. Krass. Vorgesehen. Mhm, ja. Und wenn wir jetzt so an Möbel und Einrichtung der 50er denken, fällt uns sofort der Begriff Mid-Century ein. Ne? Mhm. Also das ist ja letztlich ein Stil, den wir in den letzten Jahren wieder vermehrt auch gehabt haben, im Einrichtungsstil aktuell. Mhm. Sind ja auch wirklich schöne Möbel tatsächlich, ne? Und auch viele Designklassiker, die in der Zeit entstanden sind, wobei sich das natürlich die meisten Leute nicht leisten konnten. Mhm. Ne? Ja, aber grundsätzlich war schon so, dass es für viele etwas Besonderes war, nach dem Krieg neue Möbel zu kaufen. Mhm. Und neben besonders starken Farben waren vor allem auch Pastellfarben sehr beliebt in den 50er Jahren. Es gab neue Formen, also zum Beispiel ganz dünne Beine an Möbeln, aber auch an Radiogeräten, die dann irgendwie so eher dünnere Beine hatten, die dann konisch so zusammenliefen. Ne? Ja, das kam mir so konisch vor. Die Ecken waren eher abgerundet, Nierentische kamen auf, für die sich leisten konnten. Milztische. Ja, genau. Allerdings kauften die meisten eben nicht nach Look, sondern nach Haltbarkeit. Das war so. Ne? Und es gab eben diesen gleichzeitigen Trend, der jetzt heutzutage nicht mehr so wieder aufgeschwappt ist, nämlich der Trend, der Antikes bevorzugte, also große, schwere Möbel, die sich von den 50ern bis hin in die 60er und 70er noch hielten, also Stichwort Gelsenkirchener Barock, ne? Ja. Also dass das für Gemütlichkeit stand, aber das, was wir heute vor allem mit Kitsch verbinden. Leiche, ne? Rustikal. Genau, diese ganzen Geschichten, genau, ja. Der Fernsehsessel nahm ebenfalls Einzug, denn den brauchte man jetzt ja, um eben entsprechend auch das neue Medium nutzen zu können. Das Gestell des Fernsehsessels, warte, ich bin mit meinem Schuh gefangen. Okay, ich bin befreit. Soll ich eine Rohrzange holen? Ich hatte gerade mal so Panik, dachte, ich würde nie wieder da rausfinden. Ach, da hätte ich dir schon geholt. Aber wir passend, ne? Ja. Stuhl und Möbel, ja. Also der Fernsehsessel selbst war ein schweres Gestell, ne? Meist aus Holz. Aber es gab immer noch die typischen Ohrensessel. Kennst du auch noch, ne? Ja. Klar. In den Wohnzimmern auch aktuell wieder tatsächlich. Ehrlich? Ja, aber Ikea habe ich welche gesehen. Mit so Pseudo-Ohren. Aber sah ganz cool aus eigentlich. Du, meine Schwester erzählte mir letztens, dass in England gerade wieder so dieses sehr Geblümte auch aufkommt. Und da würde auch ein Ohrensessel gut zu passen. Ja, ja, vielleicht ist das gerade was Neues. Ja. So ein bisschen Country-Chic. History repeating. Ne? Ja, genau. Ja, ja, alles kommt wieder irgendwie, ne? Ja, die Wohnzimmerschränke sollten nicht nur für das Geschirr Platz haben, sondern auch Wäsche verschiedenster Art verstauen können. Also es ging darum, ne, all das, was man jetzt kauft und konsumiert, auch irgendwie verstauen zu können. Vitrinen gab es, Kommoden für Plattenspieler, also für all diese neuen Geräte brauchte man natürlich auch die entsprechenden Möbel. Die Frisierkommode war ebenfalls ein neues Objekt, das mehr und mehr Menschen hatten. Ja. Die Frisierkommoden hatten einen Spiegelaufsatz, meist bestehend aus 3 Spiegeln, ne? Mit denen sich die Perspektive schnell verändern ließ und sich die Dame, ne, aus allen Perspektiven betrachten ließ. Ja, genau. Bei den Küchen der 50er Jahre herrschte Resopal und Pastellfarben vor. Genau, ja. Das ist auch so ein geiles Zeug. Ja, aber tatsächlich, eine Freundin von mir hat noch so eine Küche, original aus den 50ern. Ehrlich? Ja, geil. Ja. Das ist geil. Eine ganz tolle Küche. Also typisch, wenn du das eingibst, irgendwie Pastellfarben, online, 50er Jahre Küche, genau sowas hat die. Geil. Total super. Ich kenne auch so Leute, die sammeln so ein Zeug. Also ein befreundeter DJ-Kollege von mir, der hat auch so eine Kollektion an so alten 50er-Küchenschränken und was weiß ich, auch so Geräte, Küchengeräte. Ich hatte lange eine alte Kaffeemaschine von, war es Krups sogar? So eine typische, ja, muss so irgendwie schon Ende der 50er. Aber schon noch mit Handbetrieb dann? Oder? Nee, ich meine jetzt eine Kaffeemaschine, nicht eine Kaffeemühle. Ach so. Ne, genau. Ah, eine Kaffeemaschine. Das so ist ein ganz, also auch aus Resopal auf jeden Fall. Muss damals auch teuer gewesen sein. Ja, dass es Schweinegeld gekostet haben. Ne? Da lief der Kaffee über so eine Brücke. Also da war hier der Behälter, dann war da oben so eine Metallbrücke und da lief das dann durch und träufelte da dann in den Filter. Das ist ja cool. Das wurde da drin erhitzt wahrscheinlich und lief dann da so durch. Und, das ist ja abgefahren. Ja, voll. Ja, aber all diese neuen Träume aus Pastell waren nicht für jeden erschwinglich. Ne? Also auch in den 50er waren sowas wie Buffetschränke vor allem allgegenwärtig. Also die sieht man ja auch heute manchmal noch in WGs oder so. Ja. Ne? Die letzten Überbleibsel, genau. Ja, richtig. Also es waren richtige Möbel, fette Möbelstücke, wo man auch vieles unterbringen konnte. Ne? Wiegen eine Tonne. Bitte was? Wiegen eine Tonne. Ja, genau. Schön bei jedem Umzug. Genau. Freuen sich immer alle. Ja. Dass man Angst haben, dass nichts auseinanderfällt. Ne? Ja. Die erste deutsche Einbauküche in Serienherstellung ging 1950 vom Band. Fand aber erst Ende der 50er dann größere Verbreitung. Welche Firma, weißt du das? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Stichwort Nierentisch, da gab es auch Wandspiegel in der Form, gibt es ja auch wieder seit einigen Jahren in allen möglichen Varianten zu kaufen. Ne? Und der Servierwagen war auch en vogue, ne? Ebenso wie kleine Hocker aus Plüsch. Auch, alles in den letzten Jahren wiedergekommen. Ja, ne? Voll, ja. Genau. Ja, das war es zum Thema Einrichtung in den 50ern. Schön. Ja, dann kröne ich doch auch noch mal mit einem Input, nämlich, du hast das Thema Fernsehen gerade gehabt. Für was war Fernsehen nochmal der Ersatz? Fürs Radio? Auch, aber da es ja nun auch um Bild ging, ja auch ein Stück weit. Kino. Ja, genau. Was gab es denn so an Kino, was in den 50ern einen Mega-Boom hatte. Autokino. Ja, richtig. Die Autokinos, also Freiluftkino, wenn man so will. Das kennt man hierzulande heute eigentlich kaum noch. Wobei es gibt tatsächlich immer noch Freiluftkinos, die dann im Sommer gerne mal so von größeren Kinos oder kleineren eröffnet werden. Zum Beispiel macht das Lichtwerk ja eigentlich, bevor der Pandemie hatten die jedes Jahr auch immer ein Freiluftkino im Sommer. Und während der Pandemie hat das Autokino doch stimmt, hast du recht, genau. Da kam es plötzlich wieder, ne? Ja. Genau. Ja, das erste Autokino wurde tatsächlich schon 1933 in den USA eröffnet und erreichte dort eine weite Verbreitung und Kultstatus in den 50er und 60er Jahren. Und in Deutschland lag die Blütezeit des Autokinos zwischen der zweiten Hälfte der 60er und den frühen 80er Jahren. Heutzutage gibt es nur noch vergleichsweise wenig stationäre Autokinos, die allerdings ihre feste Anhängerschaft haben. 1954 scheiterte in Erlangen der erste Versuch, Autokinos nach Deutschland zu bringen. Und erst am 30. März 1960 wird durch Hermann Franz Passagier in Gravenbruch nahe Frankfurt das erste deutsche Autokino eröffnet, welches bis heute besteht. Und weitere 6 Jahre sollten vergehen, bis dann im September 1966 in Berlin-Siemensstadt durch die Olympic-Kino-Betriebsgesellschaft ein weiteres Autokino auf deutschem Boden eröffnet wurde, welches in den frühen 80er Jahren dem Bau des Heizkraftwerkes Reuter West weichen musste. Das heißt also, in Deutschland hat es nie wirklich Fuß fassen können? Nee, das war definitiv eher ein amerikanisches Phänomen. Genau, im August 1967 folgte dann in Köln-Porz das dritte Autokino Deutschland und zugleich das erste in Nordrhein-Westfalen. In den nächsten Jahren sollten dann auch noch Dutzende folgen, wobei es dann sogar zu Wettläufen der Betreiber darum kam, wer das erste Autokino einer Region eröffnet. Genau, der Höchststand wird mit zwischen 23 und ca. 40 angegeben, wobei beide Angaben sich auf die 70er Jahre beziehen. Die Zahl von 23 erscheint vor dem Hintergrund der annähernd vollständigen Erfassung aller damaligen und aktuellen Autokinos plausibel. Und es gab und gibt jedoch auch Autokinos mit mehreren Bildwänden, womit Abweichungen nach oben dann erklärbar sind. Ab Mitte der 80er kehrte sich das Wachstum in einen Rückgang um. Es gab nun mehr Schließungen als Neueröffnungen, darunter auch eines der bekanntesten und populärsten, das Autokino beim Freizeitpark Minidom in der Nähe von Düsseldorf. Die Gründe dafür sind dann eben vielfältig, beginnend mit der für die Autokinos schädlichen Sommerzeit im Jahre 1980 und ja, damit Projektionstechnik erst nach Einbruch der Dunkelheit gearbeitet werden kann, mussten die Autokinos dann eben den Beginn der ersten Vorstellungen in den Frühjahrs- und Herbstmonaten von ca. 20 auf 21 Uhr und im Sommer sogar auf 22 Uhr verschieben. Und durch den späten Start der ersten Vorstellungen waren nur noch 2 statt vorher teilweise 3 Vorstellungen an einem Abend bei ausreichender Besucherzahl möglich. Genau, ja. Gibt es noch mehr dazu zu sagen? Man könnte jetzt noch sagen, so, ja, die Autokinos genauso wie die klassischen Kinos waren dann eben ja, von der Einführung des Privatfernsehens ab 1984 und der Entscheidung im Formatkrieg Mitte der 80er Jahre betroffen. Nach dessen eben zugunsten von VHS blieben immer mehr Zuschauer den Kinos fern, genau, und schauten sich Filme stattdessen als Heimvideos auf dem heimischen Fernseher an. Ja, Entschuldigung. Schmeiß doch ruhig weg. Wo ist es denn? Ach, da. Ja, was ist denn im Autokino auch oft passiert? Knutschen. Richtig, man ist in Liebe gefallen. Ja, ne? Wake Up Little Susie hatten wir doch letzte Woche. Richtig, genau. Ja. Ich hätte jetzt noch einen passenden Titel, der, glaube ich, in jedem Autokino hätte auch mal zwischendurch gespielt werden können. Nämlich, wir kommen mal wieder zu meinem Freund Nat King Cole. Den hatten wir im ersten Teil. Schmusebade. Ja, richtig. Was hat der gesungen? When I Fallen. Oh, stimmt. Ja. Das hören wir jetzt. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Ja, wir haben gerade festgestellt, dass ganz viele Leute dieses Stück gecovert haben. Richtig, unter anderem Rick Astley. Rick Astley. Was ich nicht auf dem Schirm hatte. Ja, ich glaube, es war eine Weihnachtsszene. Ja. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, wird ja passen. Würde passen. Mhm. Durch Schneegestöber, spazierend. Stock Aitken Waterman mal ausnahmsweise nicht produziert. Mhm. Ja, und trotzdem aber die Tasche aufgemacht. Wahrscheinlich, genau. Ja. Gut, ja. Kommen wir zu einem Thema. Ja. Und einer Frage. Mhm. Was haben Marilyn Monroe, Marlon Brando, James Dean, Joan Woodward, Paul Newman, Sidney Poitier, Dennis Hopper und Autoren wie Edward Albee, Tennessee Williams und James Baldwin gemeinsam, um jetzt nur mal Leute aus den 50er Jahren zu wählen? Mhm. Die Haare? Nein. Nein. Mhm. Das sind alles Legenden. Das sicherlich, ja, genau. Nein, sie waren alle zu einem gewissen Zeitpunkt Schüler des Actors Studio. Aha. Das Actors Studio, aha, das für große Karrieren mitverantwortlich war. Warum das so ist und welchen Einfluss das Actors Studio natürlich. Genau. Sehr schön. Ja, das Actors Studio befindet sich in New York City. Ja. Und bis 1955 gab es wechselnde Orte, an denen es beheimatet war. Aber seit 1955 ist es in einer ehemaligen Presbyterianerkirche im Theater District. Mhm. Ja. Gegründet wurde das Actors Studio als neue Organisation 1947 von Elia Kazan, Sheryl Crawford und Robert Lewis. Mhm. Und zuvor waren sie Teil des Group Theater, des sogenannten, das schon 1931 gegründet wurde. Oh, krass. So. Mhm. Der Stil, ich werde gleich beschreiben, was da vor sich ging, ne? Aber der Stil... Was ging da vor sich? Der Stil des Group Theaters war eine Gruppe von Theaterschaffenden, muss man sagen. Der Stil war beeinflusst durch den Russen Konstantin Stanislavski vom Moskau Art Theater. Oder Moskau Art Theater. Und zum Group Theater, also zu diesem Vorläufer, gehörten unter anderem Stella Adler, Clifford Odets und Elia Kazan. Also eine Schauspielerin und zwei, ja, ein Autor und eben Elia Kazan als Regisseur. Mhm. Stella Adler trennte sich 1935 von der Gruppe, also vom Group Theater, weil es unterschiedliche Auffassungen gab zur Umsetzung von Stanislavskis Lehren. Und sie gründete ihre eigene Schauspielschule. Zu ihren Schülern gehörten dann später erneut Marlon Brando, Roy Scheider, nicht Schneider, ne? Du weißt, dass ich das ja mal falsch gesagt habe in Der Weiße Hai. Stimmt, richtig, ja. Scheider, ohne N. Warren Beatty, Robert De Niro, Harvey Keitel, Martin Sheen und viele andere Filmgrößen waren eben Schüler von Stella Adler. So, kommen wir zurück zum Group Theater. Teil des Group Theater in New York war Lee Strasberg. Ah, genau, krass. Da macht es dann Kling bei vielen. Ja, ja. Ne? Genau. Richtig. Und das Group Theater griff vor allem sozialkritische Themen auf. Wie gesagt, es war eine Gruppe von Theaterschaffenden letztlich halt, ne? Also Schauspieler, Autoren, Drehbuchautoren, Regisseure etc. Mhm. Ellen Burstyn, die Schauspielerin, sagte 1994 zum Group Theater: Als das Group Theater schloss, gingen daraus die größten Schauspiellehrer des Landes hervor. Und all diese Leute gründeten dann das Actors Studio. Mhm. Also das Actors Studio wurde gegründet, um Schauspielern einen Raum zu geben, ihr Handwerk abseits vom Druck des kommerziellen Theaters zu lernen und zu schärfen. Mhm. Und wie gesagt, gegründet wurde es 1947. Richtig bekannt wurde es eigentlich ab den frühen 50ern, als vor allem 1951 Lee Strasberg künstlerischer Leiter wurde und es auch bis zu seinem Tod 1982 blieb. Das Actors Studio war im Grunde genommen ab den 50ern synonym mit ihm, mit seinem Namen Lee Strasberg. Mhm. Er entwickelte eine Technik basierend auf eben Stanislavski, die er als The Method oder Method Acting bezeichnet hat. Krass. Mhm. Richtig. Wer aufgenommen werden wollte, musste vorsprechen. Und ich habe hier die Anzahl gefunden von großen Künstlern, die versucht haben, aufgenommen zu werden. Jack Nicholson beispielsweise sprach fünfmal vor, bevor er aufgenommen wurde. Okay. Ich dachte, ja, Dustin Hoffman sprach sechsmal vor, bevor er aufgenommen wurde. Und Harvey Keitel 11 Mal, Alter, bevor er aufgenommen wurde. Dazu muss man sagen, dass man, wenn man dann abgelehnt wurde, 1 Jahr warten musste, bis man erneut vorsprechen durfte. Das ist ja ein halbes Leben. Ja, ja, wirklich. Heftig. Also 11 Mal, muss man vorstellen. Das ist krass. Ja. Das, was man dem Actors Studio, was man ihm zusprechen muss, ist, dass es das Schauspiel revolutioniert hat. Mhm. Das ist so. Mhm. Strasberg sagte: Im Studio sitzen wir nicht herum und füttern das Ego des anderen. Die Leute sind schockiert, wie streng wir miteinander sind. Füttern mein Ego. Nee, das war es eben nicht, genau. Mhm. Es war stattdessen ein Ort zum Experimentieren und weniger die Performance stand im Vordergrund als das Konzentrieren auf den Arbeitsprozess. Also wie gelange ich zur bestmöglichen Performance. Mhm. Im Schauspiel geht es laut Strasberg nicht um Nachahmung oder Exhibitionismus, sondern um die Fähigkeit, auf imaginäre Stimuli zu reagieren. Kann man sich ja mal nochmal so vorstellen. Das muss ich mir auf der Zunge zergehen lassen. Genau, also das, was auf mich einwirkt, darauf muss ich reagieren. Ja. Ne? Also das ist ja so eigentlich im täglichen Leben. Ja, aber ausgedachte Dinge. Okay. Ne? Genau. Er hat deshalb seinen Schauspielunterricht in Entspannungs- und Erinnerungsübungen unterteilt. Mhm. Schwerpunkte lagen auf Entspannung, Improvisation und verschiedene Arten der Erinnerungs- und Transformation. Der Filmkritiker Mel Gasser sagte, Strasberg erwartete, dass ein Schauspieler sich in seiner Vorbereitung nicht nur in das Leben der Figur während des Theaterstücks hineingräbt, sondern viel wichtiger in das Leben der Figur, bevor sich der Vorhang öffnet. Während der Proben wird die Vorgeschichte der Figur, vielleicht sogar die Kindheit, behandelt und sogar gespielt. Ah, krass. Das Theaterstück selbst wird zum Höhepunkt der Existenz der Figur. Krass. Das ist cool. Affective Memory, also dieser Bezug auf das Erinnern, stand im Vordergrund. Das heißt, die eigenen Emotionen heraufbeschwören, um Figuren zu beleben. Mhm. Das war allerdings auch ein kontroverser Aspekt seiner Lehre. Und Stella Adler, die wir vorhin ja schon im Group Theater hatten, die sich von ihm losgesagt hat und ihre eigene Schauspielschule gegründet hat, lehnte diesen Schwerpunkt des Memory in der Form, wie es Lee Strasberg unterrichtet hat, ab. Mhm. Sie meinte, man könnte und sollte auch nicht ausschließlich auf eigene Erinnerungen zurückgreifen. Es muss auch Vorstellungskraft dazugehören. Ja, das heißt, sie hat diesen Punkt der Imagination, der Vorstellungskraft noch mit reingeholt in ihre Lehre. Strasberg selbst galt als höchst charismatisch, aber auch als kontrollierend. Und Elia Kazan sagte mal über Strasberg, damals als beide noch im Group Theater miteinander gearbeitet haben, er sagte, er hatte die Aura eines Propheten, eines Zauberers, eines Hexendoktors, eines Psychoanalytikers und eines gefürchteten Vaters. Krass. Und James Dean, der ja aufgenommen wurde, mit 21 damals, 1952, schrieb in einem Brief nach Hause folgende Zeilen. Die beste Schule des Theaters. Es beherbergt großartige Leute wie Marlon Brando, Julie Harris, Arthur Kennedy, Mildred Dunnock. Nur wenige schaffen es hinein. Es ist das Beste, was einem Schauspieler passieren kann. Ich bin einer der Jüngsten, der dazugehört. Zu Recht. Zu Recht, absolut zu Recht. Tennessee Williams, der für seine Stücke eigentlich ja, vorwiegend mit Schauspielern des Actors Studio zusammenarbeitete, sagte dazu, sie spielen von innen nach außen. Sie kommunizieren Emotionen, die sie wirklich fühlen. Sie geben dir ein Gefühl vom Leben. Und die Autorin Pamela Wojcik schrieb, und die, finde ich, hat es ziemlich gut auf den Punkt gebracht, sie sagt, ob nun direkt oder indirekt durch Strasberg beeinflusst, die neuen männlichen Stars haben alle zu einem gewissen Grad Method-Techniken adaptiert, um ihre Identifikation als Rebellen zu stützen. Also es geht jetzt um die 50er vor allem, ne? Sie sagt, es spielt keine Rolle, wer Marlon Brando erfunden hat. Also diese Frage, war es Lee Strasberg oder Stella Adler? Oder wie regelmäßig er, James Dean oder Montgomery Clift das Studio besucht haben oder die Method zu Füßen von Lee Strasberg gelernt haben. In ihren charakteristischsten Rollen, den einflussreichsten Vorstellungen in der Geschichte des amerikanischen Films, haben diese drei Darsteller neue Arten der Körpersprache und neue Wege der Dialoge abgeliefert. In den Pausen zwischen den Wörtern, in der Sprache, die mit ihren Augen und Gesichtern gesprochen wurde, boten sie psychologischen Realismus und eine beispiellose Wucht. Ich werde im Verlauf dieses Teils nochmal auf ein grandioses Beispiel kommen, was Method Acting ausgelöst hat in einem Film. Ja, würde es aber jetzt erstmal hierbei so als Einführung belassen. Ja. Also ganz klar war das ein Wendepunkt in der amerikanischen Filmkunst, vielleicht sogar weltweit. Also auch heute hören wir immer noch von Leuten, die auf Method Acting zurückgreifen. Es wird vielleicht nicht unbedingt als solches ausgesprochen, aber wenn wir einen Daniel Day-Lewis zum Beispiel vor Augen haben, der sich ja voll in sein... Joaquin Phoenix, der sich voll in seine Rollen begibt, Robert De Niro, ne? Das haben sie alle irgendwo mal gelernt und vermutlich, und bei einigen weiß man es ja eben auch entweder bei Stella Adler oder bei Lee Strasberg. Krass. Das ist ein absolutes Erbe, das da hinterlassen wurde einfach. Ne? Ja, wie gesagt, also ich komme später noch auf ein Beispiel, auch in filmischer Form zurück und wollte jetzt nochmal abschließen mit einem schönen Song, der gar nicht so furchtbar bekannt ist. Aber ich dachte mir, wir haben den Bereich des Doo-Wop noch gar nicht wirklich abgefeiert. Jetzt sind wir ja schon wieder eine Steilvorlage. Ja, dann gebe ich jetzt mal ein Beispiel. Du wirst uns wahrscheinlich danach erläutern, was das Ganze so besonders gemacht hat. Genau so ist es. Und ich habe mir rausgesucht... die zweite afroamerikanische Girlgroup, die US-weite Hits hatte, nach den Babettes. Und zwar sind es die Chantels. Ja, geil. Und die hatten einen Song namens Maybe im Jahre 1958. Und den hören wir uns jetzt zusammen an. Hören wir uns jetzt an. Ja. Viel Spaß damit. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Ja, fein. Sehr feines Ding. Kannte ich tatsächlich nicht. Aber du hast die Steilvorlage geliefert zu meiner weiteren Abhandlung über Unterspielarten des Rock'n'Roll. Du hast den Doo-Wop erwähnt. Wie du vielleicht weißt, gibt es auch da noch mal eine Unterteilung in schwarzen und weißen Doo-Wop. Ich dachte, er wäre schwarz gewesen. Ja, der ursprüngliche tatsächlich. Es gibt aber auch weißen. Wir reden natürlich jetzt erstmal über den schwarzen, denn das ist die Bezeichnung für eine Rhythm and Blues Unterart, die einen besonderen Schwerpunkt auf dem mehrstimmigen Gesangsarrangement legt. Und der Stil entwickelte sich schon ab 1948 und wurde in den schwarzen Viertel amerikanischer Großstädte vor allem unter Brücken, in U-Bahnhöfen und Greyhound-Wartehallen gesungen. So ist Doo-Wop eng verbunden mit der besonderen Akustik öffentlicher Räume. Und Balladen wechselten sich mit schnellen Nummern ab. Ab 1956 schafften es dann immer mehr Doo-Wop-Nummern in die Billboard-Charts. Ja, der reine A-Cappella-Stil der Straße wurde dabei nur selten beibehalten. In der Regel wurden dann nämlich Platteneinspielungen, sanfte Instrumentalbegleitung in typischer Rhythm and Blues-Besetzung, also Saxophon, Klavier, beigefügt. Und auch Gimmicks wie Glockenspiele waren bei Doo-Wop-Balladen typisch. Da sind die Vertreter zum Beispiel The Platters und The Penguins. Und ja, Ende der 50er kamen aber dann auch die Weißen dahinter. Ach, lass doch mal Doo-Wop machen. Auch in den Großstädten. Die kopierten das. Und besonders taten sich dabei dann Nachkommen italienischer Einwanderer dadurch hervor. Und im Zentrum der weißen Doo-Wop-Bewegung lag die New Yorker Bronx. Und ja, die derben sexuellen Anspielungen in den Texten der schwarzen Vorbilder wie Hank Ballard wurden allerdings nicht übernommen und durch harmlosere Inhalte aus dem Teenager-Alltag ersetzt. Ein wichtiges Element war die hohe Falsettstimme des Leadsängers, ein Effekt, der dann später von der Surfmusik aufgegriffen wurde. Ja, und der weiße Doo-Wop wurde dann zur Identifikationsmusik in der ganzen Jugendgeneration der italoamerikanischen Minderheit in den USA. Abgefahren. Und die damalige Atmosphäre in der italienischen Szene der Bronx wurde 1979 im Film The Wanderers rekonstruiert. Und in der Zeit, als Rock'n'Roll langsam seine Schockwirkung einbüßte und zur allseits akzeptierten Modeerscheinung wurde, wurden weiße Doo-Wop-Künstler bei der weißen Mittelklasse-Jugend sehr beliebt. Der weiße Doo-Wop wurde also so zum Vorläufer des Surf- und Highschool-Rock'n'Roll. Vertreter waren zum Beispiel The Diamonds und auch The Elegants. Ja, und noch eine weitere. Also jetzt habe ich Surf und Hot Rod auch schon angerissen. Das kennen wir natürlich alle durch die Beach Boys und so weiter. Dick Dale and the Daltons zum Beispiel, auch Vertreter des Ganzen. Genau, ich möchte aber noch zu der anderen Ausprägung kommen, die ich auch gerade schon im Nebensatz erwähnt habe, nämlich Highschool oder auch Teenage Rock'n'Roll. Ja, den wir ja genau. Und Ende der 50er wurde eben von der Unterhaltungsindustrie eine gezähmte Form des Rock'n'Roll konzipiert, die vor allem auf das sehr junge, weiße Mittelklasse-Publikum ausgerichtet war. Und die Interpreten wirkten eben sauber und elternkompatibel. Jeans und Lederjacken wurden gemieden und durch Strickwesten, Polohemden und Krawatten ersetzt. Und viele dieser Teen-Idole wurden ausschließlich nach ihrem Äußeren gecastet und wirkten wie domestizierte Klone von Elvis Presley. Ja, und die zum Teil mäßigen Songeskünste wurden dann, wie im Falle von Fabian, durch intensive zum Teil... Stimmt, den gab's. Gibt's, ne? Gab's, genau. Durch intensive, zum Teil silbenweise Schnittarbeit im Studio ausgeglichen. Einige wurden auch als Schauspieler vermarktet und belegten Hauptrollen in B-Movies. Und eine wesentliche Rolle für die Entwicklung spielte die Dick Clark Show, American Bandstand, eine landesweit ausgestrahlte Fernsehshow, in der die Highschool-Stars promotet wurden. Es ist strittig, ob man ja, Teenage Rock'n'Roll wirklich als echten Rock'n'Roll bezeichnen soll, denn letztlich ist dies eine Frage von Definitionen. Aber nach einer weit verbreiteten Auffassung ist das Phänomen Teen Idol nur der Versuch des Establishment, den Rock'n'Roll zu integrieren, zur ja, stubenreinen und massenkompatiblen Ware zu machen. Und ja, damit manchmal auch führte das dann aber auch dazu, dass Leute dann richtigen Rock'n'Roll hörten. Richtig, so, ja, ne? Genau. Ja. Ne? Ja, Vertreter waren hier zum Beispiel Pat Boone, Paul Anka, Neil Sedaka, Bobby Darin, Tommy Aber entschuldigung, muss ich schon wieder unterbrechen, aber es ist ja, nicht das, woran wir auch denken, wenn wir an die 50er denken. Ja, das ist das, woran ich total denke. Ist so, ja, ich finde das auch super. Ich finde das auch super. Ja, ja, ich habe da auch meine ersten, ich weiß ja, mein Vater hat, ne? Ja. Ich möchte jetzt auch ein Stück spielen, was mich auch als Kind... Pat Boone lief bei mir in meiner Kindheit rauf und runter. Ja, Pat Boone war einer. Ich selbst gewählt gehört. Ne? Bei mir war es Neil Sedaka tatsächlich. Ach, lustig. Weil mein Vater hatte auch da 2 Platten. Und einen meiner absoluten Favorites aus der Zeit möchte ich euch jetzt und dir zukommen lassen, nämlich Oh, Carol. Viel Spaß damit. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Ja, sehr schön. Ne? Wenn man auch nochmal auf den Link klickt, den wir natürlich unten in die Linkliste packen und uns angucken, wie Neil Sedaka, so rüberkam, das war schon mal was ganz anderes als Elvis Presley. Und natürlich wollten die Eltern lieber, dass ihre Töchter den Typen hören. Lieber den Versicherungsvertreter nehmen als den schweren Nöter. Genau. Ja, schwere Nöter, passendes Stichwort. Kommen wir zu dem, was ich vorhin schon angekündigt habe, nämlich zu einem grandiosen, zu dem Beispiel, was die neue Art des Schauspiellernens bewirkt hat. Und es geht um einen Film aus dem Jahre 51, nämlich Endstation Sehnsucht, A Streetcar Named Desire. Geil. Ja, genau. Regie führte Elia Kazan, ebenfalls Sprössling des Group Theater und des Actors Studios. Und das Drehbuch stammte von Oscar Saul und Tennessee Williams. Tennessee Williams hat das Stück dazu geliefert im Vorfeld. Mhm. Und in den Hauptrollen haben wir Vivien Leigh, Marlon Brando, Kim Hunter und Karl Morden. Karl Morden, der später auf den Straßen von San Francisco unterwegs war. Krass, ne? Ja, so früh war er schon dabei. Ja, das gleichnamige Bühnenstück von Tennessee Williams stammt aus dem Jahre 47. Und ich will nur einen kurzen Story-Überblick geben. Ich will eigentlich eher auf die Art des Schauspiels gleich zu sprechen kommen und was das bewirkt hat. In der Story geht es um Blanche Dubois, gespielt von Vivien Leigh, Lehrerin aus dem Süden, eine sogenannte Southern Belle, also eine wohlerzogene Südstaatenschönheit, hier schon ein bisschen älter, kommt am Bahnhof in New Orleans an. Und zwar möchte sie in New Orleans ihre schwangere Schwester Stella besuchen. Sie nimmt dafür die Straßenbahn der Linie Desire, also Sehnsucht, deswegen auch der Titel, ne, um ins Viertel der Schwester zu gelangen. Die gibt es wirklich, die Station? Ich weiß gar nicht, ob das... naja, es spielt ja in New Orleans, müssen wir mal checken, ob es die damals gab oder noch gibt. Cool, geil. Jedenfalls... Wo fährst du hin? Bitte was? Sehnsucht. Nach Sehnsucht, ja. Nein, ganz schön, oder? Ja. Jedenfalls in einem Viertel angekommen, kann sie nicht fassen, dass die Schwester mit ihrem Ehemann in einem runtergekommenen Viertel, wie eben sich das so darstellt, wohnt und dort auch in einer kleinen Wohnung lebt. Denn die Dubois selbst, also Blanche und Stella, kommen eigentlich aus einer traditionsreichen, wohlhabenden Südstaatenfamilie. Und das passt alles nicht so richtig. Also es entspricht nicht dem, wie beide erzogen wurden. Ne? Und auch der Ehemann Stanley Kowalski ist, wie der Name vielleicht schon vorgibt, polnischer Einwanderer und hat zudem eine relativ raue Art und alles ist irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Naja, jedenfalls richtet sich Blanche dann ein bisschen ein und beichtet dann auch irgendwann, dass das Familienanwesen verkauft werden muss, um das sie sich eigentlich gekümmert hat. Sie kleidet und verhält sich aber so, als ob sie weiterhin wohlhabend sei. Stanley kann ihre Art überhaupt nicht ausstehen, denkt, dass sie irgendwie überkandidelt und hochnäsig ist und fragt sich auch, okay, wenn dieses Familienanwesen verkauft werden muss, warum läufst du denn immer noch in solchen tollen Klamotten rum und so, ne, was soll das? Ja. Blanche hingegen ist durchaus fasziniert von Stanley, also mit seiner rauen, sehr animalischen Art. Man sieht ihr also an, dass sie ihn ein bisschen, also ihr Status erlaubt es ihr nicht, zu zeigen, dass sie ihn hot findet. Ja, das ist so. Also Vivien Leigh zeigt das ganz deutlich in ihrer Rolle. Ja. Dann gibt es noch Stanleys Arbeitskollegen Mitch, der hat ein Auge auf Blanche geworfen und im Verlauf des Films deutet sich an, dass Blanche ein Geheimnis hat und dass Stanley ja nicht nur rau, sondern auch durchaus jähzornig sein kann. So viel zur Story. Also rutscht die Hand aus, oder? Schaust dir an, dann siehst du mehr. Ja. Wie gesagt, ich habe mir diesen Film rausgesucht, weil er ein Wendepunkt war im amerikanischen Kino, muss man sagen. Endstation Sehnsucht war am Broadway so erfolgreich, dass es dann letztlich als Stück auch verfilmt wurde oder als Film verfilmt wurde. Und die Regie hatte am Broadway auch Elia Kazan. Und dann eben wie im Film genauso. Und auch alle Schauspieler, die im Film vorkommen, bis auf Vivien Leigh, waren schon im Stück dabei. Also das, was ich vorher schon erwähnt hatte, dass Leute aus dem Actors Studio dann auch irgendwie, wenn es dann um Film ging, dann auch mitgenommen wurden quasi. Ne? Oder auch auf die Bühne mitgenommen wurden und auch in den Film mitgenommen wurden, so, ne? Als Gruppe. Ja, und Vivien Leigh wurde ausgesucht für diese Rolle, weil sie so die bekannteste Schauspielerin war. Alle anderen waren praktisch unbekannt, ne, zu der Zeit. Und sie war so der große Star. Wir haben ja auch mal vom Winde verweht in aller Länge gesprochen. Das war mein großer Monolog. Das war Nataschas. Also ja, das war so ein bisschen Fidel Castro-Style, ne? Wenn ihr das nicht gehört habt, sei es euch nochmal ans Herz gelegt. Das ist ja, man kann sagen, ein Referat. Ein Referat, genau, ja, richtig. Ja, Vivien Leigh war dabei, um quasi so ein bisschen Star-Appeal mit reinzubringen. Als der Film rauskam, sorgte er für Kontroversen, vor allem auch inhaltlicher Art. Denn für viele Kritiker war der Film unmoralisch und vulgär. Ne? Dabei hatte Kazan selbst schon bestimmte Szenen vorsorglich rausgeschnitten, weil er dachte, okay, das wird zu krass sein. Insbesondere durch den Hays Code, den wir ja immer noch hatten, ne? Stimmt, ja. Der ohnehin dann auch zensiert hätte. Ja, was jetzt neu war für Film, war im Theater schon länger vorhanden. Also diese Themen, die behandelt wurden, in diesem Film jetzt beispielsweise, die gab es am Theater schon länger. Also das Theater war da der Zeit voraus tatsächlich auch. Ne? Da gab es einfach Möglichkeiten, eher Möglichkeiten auch sozialkritische Themen eher mal anzusprechen oder auch ein bisschen heiklere Themen. So, wir wollen uns jetzt nochmal genauer angucken, welchen Einfluss Brandos Darstellung von Stanley Kowalski auf das folgende, die nächsten Jahrzehnte folgende Kino haben sollte. Denn das war Milestone. Ein absoluter Milestone, ganz klar. Es war Brandos zweiter Kinofilm. Krass. Ja, das muss ich auch mal auf der Zunge gehen lassen. Der bekannte Filmkritiker Roger Ebert schrieb dazu: Marlon Brando hat den Academy Award 1951 für seine Rolle in A Streetcar Named Desire nicht gewonnen. Der Oscar ging an Humphrey Bogart für The African Queen. Aber man kann nachweislich behaupten, dass keine andere Leistung einen größeren Einfluss auf modernes Filmschauspiel hatte als Brandos Leistung als Stanley Kowalski, Tennessee Williams rauer, stinkender, sexuell geladener Held. Ja. Brando spielte laut Ebert hyperrealistisch. Und er vergleicht das dann eben auch nochmal mit Bogarts, der auch ein grandioser Schauspieler war, ohne Frage. Ne? Aber er vergleicht das dann auch nochmal mit Bogart in African Queen, der dort auch einen eher rauen Typen spielt. Und sagt, das ist einfach ein Unterschied. Ne? Also hinter Bogarts Darstellung erahnt man den eleganten Bogart, wie man ihn eben so kannte. Ne? Während sich Brando einfach nicht zurücknahm. Der legte sich komplett in die Figur. Ne? Und auch Kim Hunter, die Stella verkörpert, also seine Ehefrau im Film, war Schülerin des Actors Studio. Aber es ist einfach vor allem Brando, der die Leinwand sprengt. Ne? Sobald er auftaucht, ist er da. Das ist so eine Präsenz, also das kann man sich gar nicht... Also das ist auch Jahrzehnte danach, denkt man sich, wow. Ne? Er gab seiner Rolle einfach einen umfassenden Charakter. Also es war absolut dreidimensional plötzlich. Ne? Ich habe dann noch so ein paar Kritiken auch nochmal so gefunden, auch zum Thema Brando selbst. Und einer schrieb, es hätte zwei Epochen im alten Hollywood-Kino gegeben. Diejenige vor Streetcar und die danach. Oder aber eine andere Kritik sagt hier, der erste Fall von Method Acting im Film, Marlon Brandos Darstellung von Stanley Kowalski in A Streetcar Named Desire, ist wohl die einflussreichste Darstellung in der Geschichte des Kinos. Ja. Und besonders deutlich wird es dann auch im Vergleich zu Vivien Leigh, die noch klassisch ausgebildet wurde. Auch Vivien Leigh war eine tolle Schauspielerin, ne? Haben wir auch schon gewürdigt. Und sie spielt wirklich toll. Aber Brando bringt eine Glaubwürdigkeit plötzlich rein, die es so einfach in der Form noch nicht gegeben hat, einfach zuvor. Absolut authentisch. Total authentisch, ja. Für viele gilt er als der beste Schauspieler des 20. Jahrhunderts. Ne? Und darüber hinaus, und das darf man ja auch nicht vergessen, wurde Brando zum absoluten Jugendidol. Also nicht nur, dass er plötzlich eine völlig neue Art des Schauspiels irgendwie reinbrachte, sondern nein, die Jugendlichen sagten krass, also so wollen wir auch sein, so wollen wir aussehen. Und spätestens mit The Wild One, 1953 dann, war dann auch der Style irgendwie da, den man kopieren wollte. Ne? Und Stella Adler, ich hatte ja vorher schon gesagt, als es ums Actors Studio ging, Brandos Lehrerin faktisch, also Brando war vorher im Actors Studio bei Lee Strasberg, hat sich dann aber Stella Adler zugewandt und ist dann, glaube ich, auch bis zum Ende auch ihr Schüler geblieben tatsächlich und hat auch immer betont, dass es nicht Lee Strasberg war, der ihn zu dem gemacht hat als Schauspieler, der er dann geworden ist, sondern eben Stella Adler. Und sie berichtete über Brandos außergewöhnliches Talent Folgendes, also folgende Anekdote. Sie sagt, einmal hat sie die Klasse angewiesen, also die Schüler und Schülerinnen in ihrer Schauspielklasse angewiesen, sich wie Hühner zu verhalten, und fügte hinzu, nicht nur das, sondern fügte hinzu, dass eine Atombombe auf sie fallen würde. So, und das sollte man jetzt mal eben bitte schön darstellen. Und alle Schüler und Schülerinnen rannten in der Klasse rum und duckten sich, bis auf Brando. Der saß und tat so, als würde er ein Ei legen. Und Adler fragte, warum er entschieden hatte, so zu reagieren. Und er sagte, ich bin ein Huhn, was weiß ich schon über Bomben. Ja, stimmt. Also er war so in seiner Rolle drin, ne? Also so während die anderen, ja. Geil. Genau, also man kann es nicht stark genug betonen, welchen Einfluss Brando hatte für das spätere Schauspiel. Also alle großartigen Schauspieler und Schauspielerinnen, die wir heute haben, sind im Prinzip Kinder und Enkel des großen Marlon Brando. Mhm. Man kann es ja anders sagen. Ja, ich hoffe, der Film wird irgendwo gestreamt, bin mir sicher. Bestimmt. Und rate, man muss sich den ja nicht mal ganz angucken, aber bitte nur die ersten Szenen, in denen Brando auftaucht, im Vergleich zu den Szenen davor, das ist schon eine Offenbarung. Mhm. Man kann es nicht groß genug loben, im Grunde genommen. Ja. Und ich würde das Ganze mal abschließen wollen mit dem Stück, weil ich mir so gedacht habe, Mensch, was haben die ganzen Mädels gedacht, oder auch sicherlich ein paar Jungs, die Brando dann auf der Bühne oder auf der Leinwand gesehen haben. Die haben sich bestimmt gedacht, to know him is to love him. Es gab ja einen Song mit dem Titel von den Teddy Bears. Ach, krass. Auch so ein typischer 50s-Band-Name, finde ich. Aus dem Jahre 59 übrigens soll Brando schon ein schwieriger Zeitgenosse gewesen sein. Ja, das habe ich auch gehört. Also schon sehr eigen. Ja. Und, aber ich glaube, er hat auch selbst gesagt, ähnlich wie James Dean, der ja auch ein großer Fan von Brando gewesen ist, all diese neuen Schauspieler und Schauspielerinnen, insbesondere die Männer, haben gesagt so, ich bin niemandem was schuldig. Ich lebe für das, was ich mache, und ich muss niemandem Erklärung abgeben, warum ich das so mache, wie ich es mache. Ich glaube deswegen, ja, er war einfach ein eigenwilliger Typ so. Ne? Glaube ich auch, ja, dann hören wir uns jetzt mal The Teddy Bears mit To Know Him is to Love Him an und denken an Marlon Brando. Und das machen wir jetzt. Ja. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Ja, welch schöner Song. Und wie gesagt, der Film, wie ich der gerade schon im Off sagte, ist auf jeden Fall hardly to watch list. Genau. Ja, ich möchte zurückkommen zu einer Künstlerin, die ich ganz am Anfang schon erwähnte, wegen des Intros dieser heutigen Folge, wo wir jetzt stimmt. Ne, ist das Wort Wirtschaftswunder? Nein, nee. Du hast den Song ja noch nicht gehört, den ich als Intro... Ach so, deshalb. Okay, genau. Verstehe. Der wird nämlich schon kurz angeteast, und der kommt von einer weiblichen Künstlerin, die eigentlich Clara Ann Fowler hieß, aber ihren Künstlernamen Patti Page besser bekannt sein dürfte. Natürlich. Das war nämlich eine mit dem Grammy ausgezeichnete... Hast du doch jemand Patti? Smith? Stimmt. Und bei den Peanuts doch auch, oder? Stimmt, Peppermint Patty. Irgendwie so, ja. Genau, die ist mit einem Grammy ausgezeichnete US-amerikanische Country- und Popsängerin, die 1951 mit dem Hit Tennessee Waltz ihren größten Erfolg hatte und gilt als erfolgreichste Sängerin der 50er Jahre in den USA mit über 100 Millionen verkauften Schallplatten. Ja, die Frau Fowler, die entstammte einer kinderreichen Familie und wurde in Claremore, Oklahoma geboren, wuchs in Tulsa auf und sang im Kinderchor, Kirchenchor. Genau. Mit 2 Schwestern trat sie später unter dem Namen Fowler Sisters auf. Und seit Mitte der 40er arbeitete sie für den Radiosender KTUL. Und als die Sängerin einer von der Page Milk Company gesponserten Radioshow, die sich Patti Page nannte, den Sender verließ, übernahm Ann Fowler die Rolle und den Namen, den sie von da an behielt. Genau, und der Bandleader Jack Rayl entdeckte sie im Radio und wurde ihr Manager. 1947 erhielt sie einen Schallplattenvertrag von Mercury Records. Ein Jahr später trat sie dann zum Beispiel mit den Jazzmusikern Benny Goodman, Teddy Wilson und Stan Hazegard auf und hatte mit Confess von George David Weiss und Benny Benjamin ihren ersten Top-20-Hit. Da sie die Produktion selbst zahlen musste und sich keine Hintergrundsänger leisten konnte, wurden mehrere von ihr eingesungene Stimmen übereinander gelegt. Und damit war Patti Page die erste, die das Overdubbing in die Popmusik einführte. Also etwas, was heute gang und gäbe ist. Das hat die zum ersten Mal gemacht. Und zwar richtig top-notch. Das werden wir auch gleich noch hören. Ja, nach weiteren Erfolgen, darunter der Nummer 1-Hit All My Love, gelang ihr 1950 mit Tennessee Waltz der 4. Millionenseller. Und Pee Wee King hatte kurz zuvor mit dem von ihnen gemeinsam mit Red Stewart geschriebenen Song einen Country-Hit gehabt. Und Patti Page schaffte den Crossover in den Popmarkt. Und Tennessee Waltz hielt sich 13 Wochen auf Platz 1 und wurde zu einem der größten Hits der 50er Jahre. Und insgesamt wurden mehr als 10 Millionen Schallplatten von dem Lied verkauft. Ja, in den folgenden Jahren war sie häufig in den Popcharts vertreten. Mit How Much Is That, Doggy in the Window konnte sie sich 1953 noch einmal auf Rang 1 platzieren. Weitere große Hits waren Go On with a Wedding, Allegheny Moon, Old Cape Cod, Left Right Out of Your Heart, Go On Home und Hush Hush Sweet Charlotte. Und ab 1958 hatte sie ihre eigene Fernsehshow, die Patti Page Show. Gelegentlich trat sie auch als Schauspielerin in Erscheinung, so zum Beispiel 1960 in dem Oscar-prämierten Film Elmer Gantry und 2 Jahre später in der Komödie Sexy. Und ab Ende der 60er Jahre ließen ihre Platzierungen dann in den Popcharts leider nach. Sie wechselte dann zur Country-Musik, wo sie noch einige Jahre lang mittlere Hits verbuchen konnte. Und ihren letzten Charts-Erfolg hatte sie 1981 mit No Aces. Nicht Oasis, sondern No Aces. 1997 gab Page anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums im Musikbusiness ein Konzert in der New Yorker Carnegie Hall. Und für die CD Patti Page Live at Carnegie Hall wurde sie mit einem Grammy ausgezeichnet. Patti Page trat bis 2012 mit musikalischen Darbietungen öffentlich auf. Sie starb dann am Neujahrstag 2013 im Alter von 85 Jahren. Und ja, der Grammy Lifetime Achievement Award wurde ihr dann posthum noch verliehen. Im Mai 2015 eröffnete die Ausstellung Patti Page Exhibit in Claremore History Museum in ihrer Geburtsstadt in Oklahoma. Wir hören jetzt noch... Kannst du noch mal ganz kurz sagen, was du glaubst, warum sie so erfolgreich war? Ich meine, als erfolgreichste Sängerin der 50er Jahre. Naja, sie hat eine sehr charakteristische Stimme einerseits und durch eben diese, auch wie sie das mit dem mehrstimmigen Gesang als erste, glaube ich, eingeführt hat in die ganze Aufnahmegeschichte. Das war, glaube ich, auch so ein, ja, einfach so ein Ding, das gab es vorher nicht. Das wird bestimmt einiges dazu beigetragen haben. Sie hat halt einfach sehr eingängige Musik gemacht. Ne? Was vielen gefallen hat. Genau, genau, was vielen gefallen hat, was heute auch oft noch in Filmen auftaucht zum Beispiel. Wir hören jetzt auch einen Song, den ich aus dem Film kenne, nämlich aus Stirb langsam. Der geht quasi damit los, als Bruce Willis in der Hotelhalle im Fahrstuhl, glaube ich, fährt. Und wir hören jetzt einen meiner Favorites von ihr, nämlich Old Cape Cod. Viel Spaß damit. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Ja, ich wollte noch kurz was sagen, was mir noch aufgefallen war. Und zwar, als ich nämlich gesucht habe für Musik, sowohl für meinen Beitrag zum Thema Actors Studio als auch zu Marlon Brando und dem Film Ashes und Sehnsucht. Ich wollte eigentlich gerne mal schauen, also ich habe geguckt, was gab es denn so 1951, als der Film rauskam. Ja. Was für eine passende Musik, und es gab einfach nichts Passendes. Ja. Es war so, ne, verstaubt und viel zu zahm für das, was da im Film geboten wurde. Ja. Und dachte ich, ja krass, also der Film war viel, viel weiter als Musik zu der Zeit. Also eigentlich das, was gepasst hat, ging erst ab Mitte der 50er eigentlich wirklich los. Stichwort Rock'n'Roll und ein bisschen rauere Geschichten. Ja. Während Film da echt schon weiter war. Ne? Ja, das ist krass. Ne? Und Theater eben offenbar sowieso. Abgefahren. Wollte ich nochmal gesagt haben. Ja, ist schön, Gut, kommen wir zu meinem letzten Beitrag heute. Und wir wandern nochmal nach Deutschland. Da waren wir jetzt, glaube ich, bis auf Peter Alexander, glaube ich, letzte Woche war das, ne? Stimmt, ja. Haben wir noch gar nicht groß. Gar nichts, genau. Gibt's noch gar nicht. Ich will nochmal auf ein Phänomen zu sprechen kommen, quasi auf den... Na, manchmal wird er als deutscher Walt Disney bezeichnet. Das stimmt nicht so ganz. Und er selbst, glaube ich, hat sich auch nicht so gesehen. Auf Fix und Foxy nämlich. Ach, krass, ja. Rolf Kauka oder wie hieß er? Genau. Gucken wir uns doch mal an, was es mit Fix und Foxy auf sich hatte, denn heute gibt es gibt es heute ja nicht mehr. Nee. Aber stimmt. Gibt's, ich weiß nicht, hast du es gern gelesen? Ja, sehr. Ich auch. Ja. Ich mochte immer Lupo sehr mit seiner dicken Gumminase, erinnert mich mein Hund immer daran. Genau, Fix und Foxy hat man gelesen. Ne? Ja. Richtig. Ja, Rolf Kauka begann Anfang der 50er Jahre im US-Comic-Boom, als der so rüberschwappte, eigene Comics zu entwickeln. Und er hatte die Hilfe von 2 Zeichnern, nämlich von Dorulf van der Heide und Werner Hierl. Und der erste Comic, das erste Comic-Heft, das er rausgebracht hat, hieß Till Eulenspiegel. Ja, boah, ist noch nicht so irgendwie der Renner. Im 6. Heft tauchten allerdings 2 Figuren auf, nämlich 2 junge Fuchszwillinge namens Fix und Foxy. Guck mal, da sind sie schon. Da sind sie schon, genau. Und die wurden schnell beliebt beim Publikum. Und ab Anfang 55 hieß dann das Heft dann eben auch Fix und Foxy. Insgesamt verkaufte sich die Serie 300 Millionen Mal. Also von Anbeginn bis, ich glaube, 94 war das Ende dann letztlich. In dieser Zeitspanne 300 Millionen Mal. Das ist absoluter, ich meine, heftig. Wow, oder? Das ist heftig. Ja, ja. Zu Hochzeiten hatte das Magazin eine wöchentliche Auflage von über 400.000 Exemplaren. Wow. Ja. Es war, na klar, das erfolgreichste Comic-Heft Deutschlands. Mhm. Irgendwann holte er dann auch den Zeichner Walter Neugebauer in sein Team. Ja, und das Fix und Foxy Universum. Du hast gerade schon einen wichtigen Charakter auch genannt, aber natürlich zuallererst hatten wir Fix und Foxy selbst. Das waren zwei Fuchszwillinge, aufgeweckt, engagiert und sozial eingestellt. Sie sollten also als Vorbilder für junge Leser fungieren. Fix trägt eine gelbe Latzhose, Foxy eine blaue. Fix, weil er so der Aufgeweckte, Foxy ein bisschen vorsichtiger, so vom Grundtyp aus. Etwas heißerer. Foxy. Foxy Lady. Genau, ja. Dann gab es Lupo, den Wolf. Ja. Ne? War das ein Wolf? Das war ein Wolf. Das sollte ein Wolf darstellen, ja. Das ist ja auch geil. Ich dachte immer, es wäre ein Hund. Ist ja, gehört ja irgendwie zusammen. Ja, stimmt. Ja. Dann gab es noch Professor Knox, ne? Ja, richtig. Ja. Mal gucken, okay. Ja. Du erinnerst dich also noch. Ja, ja, mal gucken, ob du noch auf andere Leute kommst. Dann bin ich gespannt. Bleiben wir mal kurz bei Lupo. Lebt im Mäuseturm, ist ein Taugenichts- und Lebenskünstler. Genau, ja, so wie ich, genau. So. Dann hast du Knox erwähnt, Professor Knox. Ja. Weißt du noch, was der für ein Tier dargestellt hat? War das nicht irgendein Vogel? Ein Rabe. Ein Rabe, ja. Und war seines Zeichens ein Erfinder, ne? Eureka! Stimmt. Hat er immer gesagt. Eureka! Genau. Und irgendwas erfunden hat. Das gab, darf ich noch weitere raten? Natürlich, ich wollte dich gerade auffordern. Okay, ja, ja. Bitte, bitte. Eusebia gab es die auch. Was war sie denn? Das weiß ich nicht mehr genau, aber das ist irgendwie so eine Oma. Richtig, Oma Eusebia. Ja. Und sie war die Oma von? Wie sah die aus? Nee. Ja, richtig. Echt? Von Lupo? Ja, genau. Krass, dass ich das noch weiß. Sie war eine Wölfin. Wie die aussah, das weiß ich nicht mehr genau. Genau, sie war die Oma von Lupo und von Lupinchen. Die gab es auch noch, stimmt. Gab's auch, genau, kommen wir gleich zu. Ja. Wie war denn Eusebia so? Ja, die war so ein bisschen die Stimme des Gewissens auch, ne? Oder? Ja, also die klassische Oma-Figur, ja, ne? Genau. Aber hat auch mal das Nudelholz geschwungen. Stimmt, da passierte noch die Prügelstrafe. Natürlich, ja klar. Dann hatte ich ja gerade schon Lupinchen erwähnt. Hast du die noch vor Augen? Nee, die habe ich gar nicht mehr vor Augen. Das war Eusebias Enkelin und die Cousine von Lupo. Und die liebte offenbar Popmusik, habe ich hier gefunden. Ah, interessant. Das wusste ich nicht mehr. Nee, die hatte ich nicht mehr am Schirm. Ich habe hier noch 2 oder 3 weitere Figuren. Ja, jetzt musst du mir auf Sprünge helfen. Noch ein Fuchs? Noch ein Fuchs. Namens Fax. Echt? Den gab es auch noch? Das war jetzt. Ja, das war der Onkel von Fix und Foxy. Fax halt. Ne? Wie wurde der geschrieben? F-U-C-K-S? Fax. Ja, nein, wie das allseits beliebte Gerät zur Kommunikation. Das Faxgerät. Ja. Das von dir, Alter. Genau. Musst du dazu sagen. Hey, Fax ist super. Ja. Videotext natürlich nicht zu vergessen. Ja, das Teletext. Internet, ja. Auch Fernschreiber auch. Auch, natürlich, genau. Telex. Genau, ja. Nein, Fax war ein Fuchs und der Onkel von Fix und Foxy sammelte Briefmarken und war ein Hauptfeldwebel AD. Das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Das wusste ich auch nicht mehr. Nee. Dann gab es noch eine Wohngemeinschaft. Ach. Bestehend aus Hase und Igel. Ach, krass. Ja, Hase Hops und Igel Stops. Boah, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Hops war ein Lebemann und knapp bei Kasse, während Stops das Gegenteil war und eher spießig. Das waren so die Hauptfiguren. Geil. Im Fix- und Foxy-Universum. Sie lebten in Fuchsholzen. Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwas mit Fuchs, ja. Ja, allerdings erst ab 1979, also da bekam dann der Ort diesen Namen. Zuvor hieß das Ganze Fix- und Foxy-Stadt, also richtig einfallsreich, oder Grünwald, weil ein Wald ja auch grün ist. Weißt du, was der Kauka noch entwickelt hat? Ich weiß, dass der Kauka ein sehr umstrittener Typ gewesen ist. Kommen wir gleich noch zu sprechen, okay. Ja, natürlich, genau. Das habe ich aber auch erst im Nachhinein erfahren. Richtig. Was aber, er noch entwickelt hat. Ja, noch ein Heft. Aber nicht Yps, ne? Nee. Bazooka Joe? Das war das erste Vorschulmagazin in Deutschland, das man am Kiosk kaufen konnte. Ach, Bussibär? Richtig. Ja, das stimmt, genau, doch, das weiß ich noch. Ab 1966. Bussibär fand ich auch super. Ja, aber auch mega erfolgreich. Ja, ja. Fand meine Tochter auch geil. Ich glaube, ich habe, echt? Bussibär habe ich, also echt? Was ist die denn drauf? Also, echt? Nee. Also ich kann mich nicht erinnern, das jemals gekauft zu haben. Doch, ich tatsächlich, ja. Witzig. Ja, konnte man auch immer basteln und so Sachen. Waren so Sachen zum Ausschneiden und Anmalen drin. So. Das habe ich dann doch mal gekauft. Das habe ich auch angebockt. Aber ich kann mich nicht dran erinnern. Hast du denn Yps mal gekauft? Also vermutlich schon. Das war auch deutsch, ne? Denn wir hatten Gimmicks aus dem Konzept. Ja. Zum Beispiel... Die Urzeitkrebs. Nee, die tatsächlich nicht, sondern so ein Schafott. Ja, also... Ach so, dass jeder so in seiner Küche ist. Ja, so eine Guillotine, ja, die den Finger quasi... ne? So fake-mäßig. Fake-mäßig, ja, das hatten wir. Und ich habe mich mal gefragt, woher hatten wir das? Ja? Manchmal hatte man so Sachen zu Hause. Ach, so Überbleibsel der Französischen Revolution. Vermutlich. Ja. Das hatten wir, keine Ahnung. War Yps nicht eher ein bisschen teurer? Ja, das war so ein bisschen nerdig auch. Ne? Da war ja immer irgendein Gimmick dabei. Ja, genau. Und da waren auch teilweise, die hatten ihre eigenen Figuren, aber die waren auch so Gastcomics oft. Da war zum Beispiel Fix und Foxi auch manchmal drin. Ah, okay. Mit so Einseitern oder andere auch. Also das war so ein Sammelbecken sozusagen. Mhm. Mhm. Ja, also du hast es gerade schon erwähnt, Kauka hatte auch eine andere... Eine andere Seite. Um nicht zu sagen, eine braune Seite. Eine braune Seite, tatsächlich, ja. Mhm. Bodo Hechelhammer. Bodo Hechelhammer. Ist er wirklich, oder was? Ja, langjähriger Chefhistoriker des Bundesnachrichtendienstes. Nee. Ja, hat in seiner Freizeit Comics. Das vermutlich auch. Mhm. Aber hat vor, ich glaube, fast 10 Jahren ein Buch rausgebracht mit dem Titel Fürst der Füchse, das Leben des Rolf Kauka. Aha. Und da geht er vor allem auf die braune Gesinnung von Rolf Kauka ein. Ah, interessant. Richtig. Kauka, geboren 1917, war nämlich in einer Nazi-Familie groß geworden. Oh. Das allein macht einen ja noch nicht gleich zum Nazi. Nö, noch nicht direkt. Aber es ebnet vielleicht den Weg. Ja, das bringt dann die richtigen Inspirationen, die Richterin. Richtig. Und so war es auch noch bei Kauka. Ja. Ne? Also er war... ein HJ-Führer dann irgendwann und überzeugter Wehrmachtssoldat. Mit entsprechenden Rängen, die er sich da erkämpft hat im Verlauf des Zweiten Weltkriegs. Krass. Und nach 1945 wurde er tatsächlich entnazifiziert und als Mitläufer eingestuft. Aha. Allerdings durch falsche Angaben seinerseits, die nie wirklich entkräftet werden konnten. Krass. Also der hat sich das so ein bisschen erschlichen. Ja, ja, sehr abgefuckt. Genau, absolut, ja. Er hat auch, so könnte man sagen, okay, haben vielleicht einige gemacht, aber danach dann eben vielleicht doch geläutert oder so. Ja. Ja, man kann sich auch ändern, aber das war bei Kauka offenbar nicht der Fall. Okay. Der hat nach dem Krieg weiterhin enge Bekannte und Geschäftspartner mit Nazi-Vergangenheit gehabt, unter anderem den Juristen Norbert Pohl, der früher Chefrichter am SS- und Polizeigericht in Krakau gewesen ist. Mhm. Außerdem, auch kein Zufall, beschäftigte er in seinem Verlag Traudel Junge, die ehemalige Sekretärin von Hitler, die letzte, um genau zu sein. Genau. Nicht nur die war bei ihm beschäftigt, sondern auch Ruth Irene Kalder, frühere Lebensgefährtin von Amon Goeth, dem berüchtigten Lagerkommandanten des Konzentrationslagers Plaschow, auch als Schlächter von Plaschow bekannt. Kennen wir auch in der Rolle von Ralph Fiennes in Schindlers Liste tatsächlich. Ja. Genau, dessen Sekretärin hat Kauka beschäftigt. Abgefahren. Beziehungsweise dessen Lebensgefährtin hat er als Sekretärin beschäftigt, genau. Ja, zu Hause bei Freunden, ne? Richtig. Er nannte seine Hefte nicht Comics, sondern sehr deutsch Bilderzeitschrift. Ja, der würde auch zum Internet wahrscheinlich... Zwischennetz sagen oder so. Genau, ja. Heimnetz. Das Heimnetz. Genau, das Heimnetz. Irgendwann wurde er dann durch Gerhard Wessel, Chef des BND von 1968 bis 1978 und in Nazi-Deutschland immerhin 3. Generalstabsoffizier, für den Bundesnachrichtendienst angeheuert als Informant. Krass. Mhm. Und zwar für den Bereich strategischer Dienst. Das war, die haben umfangreiche und illegale, vor allem Inlandsspionage betrieben. Es wurden dabei Institutionen, Personen und Milieus ausspioniert, wenn sie nicht ins konservative und autoritäre Weltbild des Bundesnachrichtendienstes damals passten. Ja. Unter anderem ganz bekannt wurde der SPD-Vorstand ausspioniert, aber auch die Presse und andere Bereiche. Und Kaukas Gesinnung, und das ist echt erschreckend, wurde auch in seinen Heften sichtbar. Echt? Ja. Wow. Ja. Er erwarb zum Beispiel die Rechte an Asterix und Obelix für die Veröffentlichung in Deutschland und brachte das Ganze unter dem Namen Sigi und Barbaras raus. Oh. Erinnerst du dich? Nee. War das noch ein Begriff? Ja. Nee. Ja. Allerdings nur sehr kurz. Er hat quasi den Fehler begangen, dass er antisemitische Umdeutungen vorgenommen hat durch Namen- und Sprechblaseninhalte. Boah, heftig. Mhm. Unter anderem bekämpft der deutsche Sigi den pseudo-jiddisch sprechenden Händler namens Schiberius, den Schieber. Krass. Ja. Die Schöpfer von Asterix und Obelix in Frankreich waren entsprechend empört. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Die haben ja auch noch beide gelebt. Ja, ja. Und entzogen Kauka die Lizenz nach wenigen Ausgaben. anderes Kracherbeispiel seiner rechten Gesinnung. Auf der ersten Seite von Fix und Foxy war immer ein Vorwort von Kauka, das er an die jungen Leserinnen und Leser gerichtet hat, so ein bisschen pädagogisch. Ne? Und im Weihnachtsheft 1966 bat er um Gebete für, in Anführungsstrichen, unschuldig im Gefängnis Spandau Einsitzende. Das Ding war, in Spandau saß damals nur noch einer ein, Rudolf Hess. Abgefuckt. Krass, das wusste ich ja auch nicht. Also eindeutiger geht's nicht. Ja, ja. Kauka, ja. Boah, wenn meine Eltern das gewusst hätten. Ja, wer hat das schon, also, ja, ne? Ja, man hat was gekauft, man hat das nicht groß, also, wenn darüber keiner geschrieben hat oder so, ne? Würde ich gerne mal noch so ein Heft in der Hand nehmen, mal gucken, ob da noch mehrere Anspielungen drauf sind. Wahnsinn, oder? Ja. Fix und Foxy. Heftig, da bin ich aber auch jetzt ein bisschen Fix und Foxy. Ja, ein bisschen Fix und Foxy, ne? Ja, es gab dann noch so etwas, dass es dann in den 80er Jahren wohl durch anonyme Quellen Verbreitung fand. Es gab ein Anime oder eine gezeichnete Abwandlung von Fix und Foxy, die eher ins Pornografische ging, namens Fick und Fotzi. Ich wollte es euch jetzt nicht vorenthalten, weil ich diesen Namen so lustig finde. Das liegt ja auch auf der Hand, eigentlich sowas daraus zu machen. Ja, genau. Ja. Das gibt's, hätten also wir mal das nur das gehabt und nicht das echte Fix und Foxy von Kauka, oder? Das hätte weniger Schaden angerichtet. War das auch ein Comic, oder was? Wohl auch, ja, genau. Also mit eindeutigen Szenen. Richtig, genau, Da muss ich ja mal recherchieren. Ja, kann man eingeben und dann siehst du dann, also es ist harmlos am Ende, ne? Aber, ja, genau. Geil. Ja, Fix und Foxy, krass, ne? Krass. Wer hätte das gedacht? Nee, das hätte ich nicht gedacht. Ja. Heftig. Absolut. Überhaupt, ne? Also, naja, Stichwort Entnazifizierung, dass das nicht so passierte, wie sich das wieder erhofft hatten oder sich eingeredet haben. Wahrscheinlich so ähnlich wie mit der Entstalinisierung. Richtig, genau. So genau so, ja. Wie wir heute sehen. Absolut, ja. Gut, ich will das Ganze mal abschließen mit einem Song nicht aus den 50ern. Mir ist natürlich sofort ein Lied eingefallen, wo ein Fox drin vorkommt. Foxy Lady? Nee, stimmt, es kommen einige Songs, es gibt einige Songs mit dem Fuchs. In sich. Nee, ein Stück aus dem Jahre 68, von Ende 68. Ja. Ein tolles Lied von Manfred Mann. Oh. Fox on the Run. Oh. Da bin ich jetzt gespannt, ob ich das kenne. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Ja, fein. Schönes Ding. Hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, den Song, aber gut. Manfred Manns Erdenband. Manfred, ja. Erdenkapelle. Ja, wir gehen abschließend noch mal ein letztes Mal zurück in die Chronik und wie können wir das besser beschließen mit dem Jahre 59, ne? Weil danach waren die 50er dann auch vorbei. Ja, die Nachrichten wurden weltpolitisch unter anderem von Ereignissen auf Kuba beherrscht. Da hatte der siegreiche Kampf der revolutionären Kräfte, unter denen auch Ernesto Che Guevara war, der brachte halt Fidel Castro an die Macht sozusagen. Und der gestürzte Diktator Batista entging durch seine Flucht in die Dominikanische Republik der Strafe für sein Verbrechen. Durch Korruption hatte er eben auch eine Menge Kohle angehäuft, etwa 40 Millionen Dollar, brachte er bei seiner Flucht außer Landes. Ja, und in Kuba wurden nun marxistische Lehre einer sozialistischen Politik zugrunde gelegt, die Castro über Jahrzehnte beibehielt. Kuba ist heute noch immer eine sozialistische Republik. Ja, und im Jahr 59 fand in New York dann auch die Spielwarenmesse American Toys Fair statt. Die amerikanische Firma Mattel stellte ein Püppchen vor, das seinen Triumphzug in die Welt antrat. Nämlich, ihr wisst es alle. Die Barbie. Richtig. Ja, inzwischen hat es schon seit mehreren Generationen die Herzen der Mädchen erobert. Die gibt es heute immer noch. Ich weiß nicht, ob es noch eine große Rolle spielt, aber... Doch, doch. Ja? Also gestern war ich mit... Mädchen im Alter von 13 Jahren zu tun. Und, nee, stimmt, jüngere tatsächlich, Grundschulalter. Und die waren noch... Da hat sich eine Barbie gewünscht zum Geburtstag. Das scheint noch aktuell zu sein. Ja, ich glaube, die haben das auch immer weiter geupdatet mit allem, was so an Zubehör und sonstigen Gedöns. Ne, genau. Ja, in der deutschen Kinolandschaft gelang dem Kinofilm Der Frosch mit der Maske nach dem Roman von Edgar Wallace ebenfalls ein nachhaltiger Erfolg, der eine Krimileidenschaft auslöste, die viele Jahre andauert, sämtliche Edgar Wallace-Filme beschert hat, die damals kamen. Ja, und der Schriftsteller Günter Grass veröffentlichte eines der wichtigsten Werke der Nachkriegsliteratur. Die Blechtrommel. Richtig. Und das Jahrzehnt klang dann weltpolitisch mit einem Hoffnungsschimmer aus, nämlich das sowjetische Staatsoberhaupt und der US-Vizepräsident Richard Nixon statteten sich gegenseitig einen Besuch ab, um der Konfrontation im Kalten Krieg keine neue Nahrung zu geben. Kurz noch 2, 3 Monate im Januar Ja, Kuba nochmal mit dem Revolutionstruppen rückten Che Guevara und Fidel Castro in die kubanische Hauptstadt Havanna ein. Außerdem im Januar als 49. Bundesstaat wurde Alaska in die Staatengemeinschaft eingegliedert. Im Februar dann bei einer Volksabstimmung in der Schweiz lehnten die Männer mit größerer Mehrheit die Einführung des Frauenwahlrechts ab. Das ist ja wieder so die Schweiz. Ne? Entscheidung fiel mit 655.000 gegen 223.000 Stimmen. Ja, das ist schon crazy. Die Worte, ne? Ja, genau. Ja, im Mai, auf der größten Mai-Kundgebung, die es je in West-Berlin gegeben hatte, jubelten 600.000 Menschen ihrem regierenden Bürgermeister Willy Brandt zu und forderten ein Ende der Spaltung Berlins. Außerdem im Mai die Deutsche Bank, die Dresdner Bank und die Commerzbank begannen das Geschäft mit Kleinkrediten. Darlehen zwischen 300 und 2000 D-Mark wurden gegen Vorlage einer Verdienstbescheinigung und des Personalausweises gewährt. Weißt du, was auch in den 50er Jahren eingeführt wurde? Das Girokonto. Echt? Ja. Guck mal. Mhm. Das wusste ich auch nicht. Mhm. So lange gibt es das schon. Ja, genau. Ja, man würde sich fragen, gab es das nicht schon früher? Ja. Irgendwie gibt es das doch schon immer, oder nicht? Ja, das Girokonto. Ja, stimmt. Habe ich auch nie in Frage gestellt. Die Sparkasse, denn nicht schon immer. Den Fels in der Brandung. Und den Knacksclub. Natürlich. Ja, das hätten wir auch noch mal hier aufhören müssen. Den gibt es immer noch, ne? Den, ja, wahrscheinlich. Immer noch Mitglied, ja klar. Ja. Ja, im Juli ist durch ein Großfeuer im Pentagon, dem Sitz des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums, wurden wichtige Geheimdokumente vernichtet. Es entstand ein Sachschaden von umgerechnet 125 Millionen D-Mark. Im September eine UdSSR-Rakete erreicht den Mond, wo sie zerschellte. Krass. Aber sie ist angekommen. In Teilen zwar, aber genau. Im Oktober der amtierende israelische Ministerpräsident David Ben-Gurion sprach sich erneut für freundschaftliche Beziehungen zur Bundesrepublik aus und vertrat die Ansicht, dass die junge deutsche Generation nicht für die Verbrechen des Nationalsozialismus verantwortlich gemacht werden. Damals könnte. Schon, das ja. Ging relativ fix. Ja, das ging echt schnell, ist, ne? Ja. Wenn man das so mal bedenkt. Mhm. Ja, keine 20 Jahre her. Genau, Dezember. Die NASA schickt mit der Merkur-Raumkapsel ein Rhesusäffchen namens Sam ins Weltall und brachte es auch wieder zurück zur Erde. Außerdem im Dezember die Staumauer Malpassé in Südfrankreich stürzt ein, wobei mindestens 421 Menschen durch die Flutwelle ums Leben kommen. Ja. Das passierte tatsächlich auch noch. Ja, und damit sind wir am Ende der 50er Jahre angekommen. Ja. Ne? Aber wer hätte gedacht, dass die so wegweisend waren? Ne? Ja, also hättest du das gedacht, nein, so, als wir angefangen haben? Nein, ne? Nein, überhaupt nicht. Mhm. Überhaupt nicht. Also wir lernen auch immer dazu, das ist das Schöne. Definitiv, das ist auch gerade bei diesen Jahrzehntfolgen, finde ich, das sind immer so Füllhörner, die sich so, die einfach nicht leer werden. Ja. Ne? Und vorhin, als du die Blechtrommel erwähnt hast, was zum Beispiel überhaupt nicht mehr einklang oder hier irgendwie aufgenommen wurde, ist Literatur, ne? Also wir haben zwar auch schon einiges aus den 50ern auch in anderen Episoden behandelt, aber auch im Bereich Literatur gab es massig absolute Klassiker, die erschienen sind. Ja, ich hätte auch noch ein Werk gehabt tatsächlich, aber das hat einfach nicht mehr Platz gefunden. So viele Bahnbrechendes hat es in den 50ern gegeben. Da es eben auch so viele Monumente waren, haben wir ja Gott sei Dank auch noch unsere Monumente-Folge, wo wir alle verschollenen und vergessenen Monumente... also sorgt euch nicht. Nein, wir werden das behandeln. Fürchtet euch nicht. Genau. Fürchtet euch nicht. Und ich möchte uns allen noch ein Musikstück mit auf den Weg geben von einem, den wir auch noch gar nicht erwähnt haben, der aber auch in der Zeit seine, hatte sie auch noch ein bisschen länger, aber in den 50ern hatte er schon, war so auf dem Zenit, würde ich mal sagen. Die Rede ist von den schmutzigen Gewässern, Muddy Waters, der uns jetzt noch mit I Got My Mojo Walking. Hätte ich fast gespielt. Ja. Das spielen wir jetzt. Super. Zum Abschied. Ne? Walkt alle mit eurem Mojo nach Hause, wo ihr vielleicht schon seid. Vielleicht seid ihr auch im Auto. Oder ihr genießt das im Schlafabteil des Intercity Richtung Regensburg. Mit dem 9-Euro-Ticket. Nee, da darf man kein Intercity fahren. Genau. Ja, jetzt wisst ihr das jedenfalls. Ja, genau. Ihr seid falsch. Ihr müsst sofort raus, sonst dürft ihr schön saftige Strafgebühr bezahlen. Genau, und wir wünschen euch einen schönen Abend, Tag, Morgen, wo auch immer ihr uns, wann uns auch immer ihr hört. Und sagen einfach, bleibt uns wohlgesonnen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: 1000 Jahre Baukultur. Auf Wiedersehen. Tschüss. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt.